Ja, hallo liebe Leute, ich bin inzwischen schon wieder am nächsten Ort. Ich bin in Cabo San Lucas. Das ist ganz im Süden unten von Baja California Sur. Auf jeden Fall, ich bin jetzt in einem Hostel und ich habe da schon ganz coole Leute kennengelernt. Die waren gestern im Ausgang und die waren recht am Arsch. Ich glaube, irgendwie bis jetzt geschlafen und es ist irgendwie, jetzt ist 6:30 am Abend. Party angesagt vermutlich. Wir sind schon angetönt, dass wir heute wieder eins ziehen können. So, die Kamera lasse ich da. Das ist mir definitiv zu gefährlich mit diesen Jungs hier. Darum würde ich sagen, sehen wir sich morgen. Ja, hallo zusammen. Es ist mittlerweile schon wieder ein Tag durch da. Ich habe probiert, meine Dateien zu retten vom Copper Canyon. Das hat jetzt leider nicht funktioniert. Auf jeden Fall, Tyler und ich. Hola amigos. Wir gehen jetzt hier an den Strand runter, ein paar Bierchen trinken. Und das werde ich euch zeigen, wie es dort unten abgeht. Das erinnert mich ein bisschen an Ballermann. Ja, da in San Lucas ist recht Party angesagt. Da. Salut! Wir sind jetzt immer am Mangodeck, trinken ein paar Bierchen, Teil und ich. Und Darren kommt jetzt auch noch, ist ein anderer Kollege, den wir auch vom Hostel kennen. Und ja, da hinten ist jetzt gerade eine Booty Show vorbeigegangen. Recht interessant war es, um zu schauen. So, wir sind jetzt hier immer noch Diane. Und mittlerweile sind wir ein bisschen mehr Leute. Der Darren ist auch da, der Kollege vom Hostel und seine Eltern. Die haben hier so ein Resort, so ein Apartment da. Darren! Okay. Say hello! Hola! Yes. Und ja, wir trinken jetzt noch 2-3 Bierchen hier und geniessen hier die Musik, die hier super spielt. Habt ihr vorne gesehen, wie ich da super tanze da mit ihr? So, jetzt sind wir hier in einer anderen Bar und der Darren ist jetzt wieder heimgegangen. Dafür ist jetzt Erika. Erika, right? Yes. Da. Hi. Und wir trinken jetzt müsst ihr aufpassen, Mezcal mit einem Skorpion drinnen. Uno, dos, tres! Salud! 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 So, should we just eat it? I already finished it. I'm documenting really? This for my family. You ate the Scorpion already? Yeah! Holy crap! How do you like it? I hope it's really high in protein. Wunderschönen guten Morgen zusammen. Es ist bereits der nächste Tag, wie ihr gesehen. Ich bin jetzt hier auf der Terrasse oben am Zmörgeln und die haben da so ein kleines Buffet.
mit Brot und Cereal und alles Mögliche. Ja, der Tyler und ich geniessen jetzt gerade unser digitales Nomadenleben bei einem Bierli. Und ja, er hat eben so ein Online-Business, das er betreibt. Darum muss jetzt auch ein bisschen arbeiten. Und ich bin jetzt da ein bisschen am Videoschneiden. Und ja, nachher gehen wir dann da hinten noch auf so einen Berg ein bisschen wandern, aber erst wenn es ein bisschen kälter ist, viel zu warm jetzt. Jetzt steht Wandern bei uns auf dem Programm. Yeah, I don't know what you're saying. Auch dabei. Sie ist jetzt in unserem Hostel. Und Teil ist natürlich am Start. What's up? Und wir gehen jetzt da hinten. Wir gehen jetzt da auf den Berg dort hinten. Ist nicht wahnsinnig gross, das kleine Hügel, aber von dort, wo wir eine ganz, ganz geile Aussicht haben über die ganze Bucht hier. Und das gehen wir jetzt anschauen. You can talk like this. Okay. Okay. Oh my god. Like my I'm sorry. So, mit dem Wandern ist nichts geworden, weil das ist hier irgendwie gesperrt. Der Typ, der dem den Berg oder den Hogen hier gehört, ist jetzt gesagt, es ist nicht mehr möglich, jetzt um diese Zeit hier zu gehen, weil es jetzt gefährlich. Wir sind jetzt aber am Beach gegangen oder respektive da so ein bisschen mit diesen Felsen nachgelaufen und geniessen den Sonnenuntergang. So, wir sind jetzt hier an so einem edlen Resort. Wir sind einfach hier mal frech reingelaufen. Hat auch mal geklappt, wir haben sogar noch etwas zu trinken bekommen. Schau mal, so sieht das hier aus. Gerade direkt am Strand. Tyler, what do you say? I say yes, always. Cheers, guys! Salut! Salut! Wir sind jetzt hier am Restaurant. Eigentlich das komplette Zimmer von unserem Hostel ist jetzt hier zusammen am Essen. I'm still here with too many fucking Americans, that's what he's saying. That's what I'm saying. Darren ist auch wieder am Start. Hola! Yum, 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 yum. Chilaquiles. Con pollo. Para Sanchez. Oh god, so you can hear me? It's a dead cat. Welcome to Cabo, god damn it! Listen. What the fuck? Whoa. You can spin it too, right? I don't know, well, maybe. Yeah. Ja, wunderschönen guten Morgen zusammen. Ich bin jetzt unterwegs von meinem Couchsurfing-Host ins Center runter. Gestern Abend habe ich noch den Standort geswitcht. Ich bin jetzt eben vom Hostel zu meinem Couchsurfing-Host. Der ist ein bisschen, etwa 2,5 Kilometer im Norden. Und ich gehe mich jetzt informieren wegen dem Open Water Dive Certificate. Mein Host kennt eben eine gute Tauchschule da. So, das hat jetzt wunderbar geklappt. Ich bin jetzt da bei der Tauchschule gefragt, ob ich das Open Water machen kann. Und ja, die haben gesagt, ich ging in einer Stunde das Buch abholen. Dann muss ich mal die ersten drei Kapitel lesen. Und dann kann ich morgen gerade anfangen. Die ersten zwei Tage sind Theorie. Und nachher die nächsten zwei Tage sind dann ja, Tauchgänge im Pool und glaube ich im Meer auch noch. Ich freue mich jetzt richtig. Weil das hatte ich schon ewig im Sinn gehabt, das zu machen. Aber es ist natürlich wieder mal im Mango Drink, eigentlich jeden Tag. Dos personas más, two more strong people. So, liebe Leute, ich bin jetzt bei der Tauchschule und habe mein Buch abgeholt für das Open Water. Und das ist ein rechter Schinken. Und ich muss bis morgen, let me see, bis so viel lesen. Bei 180 Seiten oder so.
Und ich habe jetzt genau noch irgendwie ein paar Stunden Zeit, um das bis morgen durchzubringen. Ich habe auch noch eine DVD bekommen, aber ich habe kein DVD-Abspielgerät, darum ja, muss ich jetzt wohl lesen. So, ich habe jetzt meinen Lesemarathon hinter mir und ich habe jetzt noch etwa 30-40 Seiten zum Lesen. Das mache ich jetzt aber morgen, weil jetzt bin ich definitiv auf der Schnorre. Ich habe keine Lust mehr zum Lesen. Ich gehe jetzt legen und ja, ich freue mich aber mega auf morgen. Und ja, bleibt dran, das wird sicherlich spannend und ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, Daumen gegen oben, abonnieren nicht vergessen und das nächste Mal wieder einschalten. Ciao, ciao!